So, mal gucken, ob jetzt ich einen automatischen Tweet gemacht habe. Ja, habe ich. Aber es ist. Nee, Moment, das ist von YouTube. Ja, stimmt. Mission 8. Achso, ich bin ja noch nicht online. Das dauert ja mal. So, mal gucken, ob jetzt ich einen. Noch hat er keinen Tweet gemacht. Ja, noch wirst du bei mir auch nicht als live angezeigt. Achso, ich bin ja noch nicht online. Das dauert ja mal. So. Wir haben jetzt übrigens auch erstmal IRC eingebunden. Bei Twitch. Bei Twitch IRC eingebunden? Oder andersrum? Bei ja, IRC Twitch also eingebunden. Andersrum. Nein, ja. Also, weil. Also, du hast einen IRC-Client, wo du jetzt auf deinen Twitch-Channel genau. gehst. Okay. Richtig. So läuft das. Das ist genau das gleiche wie bei Miranda, ist halt auch über meinen ICQ-Java-Client. Ja. Okay. 8. Ich werde die Mission starten, mir das Intro angucken und dann die Mission neu starten, weil keine Pause ist, während das Intro läuft. Ah, okay. Jetzt wird es doch einfach gezeigt. Schienen plötzlich gespenstisch lebendig zu sein. Steine ragten wie Überreste von Knochen. Und du hast getweetet. Boden, deren zermalmtes Skelett die. Hab ich? Tatsächlich, hab ich. Nochmal. Land der Schatten. Felsen, die eben noch völlig normal ausgesehen hatten, schienen plötzlich gespenstisch lebendig zu sein. Steine ragten wie Überreste von Knochen aus dem Boden, deren zermalmtes Skelett die Lava vergrub. Die Sonne schien sich sehr selten hierher zu verirren und die Ackerflächen waren rar. Die Bedingungen, in dieser unwirklichen Gegend Fuß zu fassen, waren damit alles andere als günstig. So. Ah, hier ist so ein bisschen Rasen, aber auch sehr viel komischer, ausgetrockneter Boden. Muss ich mal gucken. Also hier ist, das ist echt ärgerlich. Also diese Maps sind echt Wahnsinn. Warte. So. Dann nach Haus. Ganz klein bisschen was an Bäumen. Andere kurze Frage, auf was für eine Auflösung streamst du jetzt? Das sieht ziemlich gut aus. 900, also halb Full HD quasi auf beiden Seiten. Ah, okay. Ja, also ein Viertel Full HD. Quasi, genau. Okay. Meine Güte, also das ist echt übel hier. Hier sind 5 Bäume, 6, 7 oder so. Ja. Ah, ich glaube, ich sollte die Kampagne auch mal spielen. Das ist ja. Also ich habe das jetzt über so einen langen Zeitraum gespielt. Diese Map gefällt mir nicht. Und die letzte Mission in dieser Kampagne ist auch so eine Lava-Map. Das habe ich schon gesehen. Nee. Ah, zumindest hast du ziemlich viel Bergwerk und sowas. Ja, das bringt halt auch nichts, wenn ich nichts zu essen kriegen kann, weil hier ist halt kein Wasser, ne? Ja, okay. Ja, richtig. Stimmt. Aber ich könnte hier könnte ich mal so einen Bauernhof schon mal machen, weil hier ist so ein bisschen Rasen an der Seite. Kann ich mir das schon mal antun. Und Stein wäre auch nicht schlecht, aber diese spitzen Steine kann man glaube ich nicht abbauen. Ja.
Aber dafür habe ich hier Granit im Baum, im Bergwerk, im Berg quasi, ja. Aber hier unten sind auch ja. Steine, das ist gut. Ich weiß mal, die toten Bäume hier kann man auch einfach abholzen. Dann gehe ich aus. Nehmen wir die Map an. Okay, die scheint relativ klein zu sein. Aber wahrscheinlich sehr verwinkelt. Ist wahrscheinlich. Ich kann bestimmt nicht einfach nach unten gehen und da ist dann das mein Ziel schon. Ja, stimmt. Aber trotzdem, vielleicht ist es natürlich eine Strategie, einfach so schnell wie möglich ausbreiten. Hinzukommen, wobei du wirst wahrscheinlich auch Gegner haben, ne? Ja. Warte, ich kann mal ganz kurz in die Statistik gucken. Zwei Asiaten. Okay. Meine Güte, wie soll ich mich denn hier ausbreiten, ey? So geht's. Fällt mir aber nicht. Trotzdem. Bäh, sorry. Feindling. Hier bauen muss. Wie viele Steine habe ich denn? 66, also nicht wenig. Das heißt, ich könnte vielleicht lieber. Na, ich mache erstmal ein paar Baracken, aber dann fange ich vielleicht mit Wachstuben an. Weil in so einem verwinkelten Dingsbums scheint man glücklich zu sein, wenn man mal einen Platz findet, wo man bauen kann. Diese Baracken sind so dicht beieinander. Da unten ist alles voller Kohle. Aha. Bringt mir sehr, sehr viel direkt am Anfang. Was ist das hier? Da könnte ich auch noch mal einen hinschicken. Oh ja, Gerippe auf dem Boden. Hier laufen auch so ein paar Hasen rum. Das ist sehr interessant. Eisenerz. Okay, also ich könnte direkt am Anfang anfangen, Schmiede und so zu machen. Wie viel Essen habe ich? 4, 6, 8. Aber dann brauche ich auch noch Bier. Meine Frage ist im Prinzip nur, wie sehr du es brauchen wirst. Wie viele Soldaten habe ich denn? 50 mal wieder. 50. Standard. Medium. Mittelmäßig. Okay, hier ist ein bisschen Platz. Ich hätte eine Wachstube direkt am Anfang bauen sollen. Hätte ich hier mehr Platz. Jetzt habe ich die Baracke genau da gebaut, wo ich wahrscheinlich einen guten Bauernhof hätte bauen können.
Mache ich ja. Erstmal ein Holz verleihen. Oder. Nee. Boah, den mach ich. Dann kann der. Ganz Holz da wegmachen. Holzproduktion brauchst du ja auch noch. Hab ja ein Sägewerk, wieso? Ich, also mal mit. Das hast du schon. Ach, wer ist das? Posthaus. Sägewerk. Posthaus, genau. Hab ich hier. Ach, okay. Ja. Ah ja, stimmt. Gut. Jetzt muss ich erstmal. Also jetzt die Baracke hier besetzt. Kann ich hier mal. Hier mal einen Steinbruch bauen, so. Und dann baue ich mal eine Wachstube, weil das echt nicht schön ist hier. Der Bauernhof ist fertig. Hat 45%. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass man nicht Lava angeln kann. Lavafische. Eigentlich so, hier noch ein Holzverleihen machen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche Organismen gibt, die Lava für anstatt Wasser benutzen könnten. Ah, hier glitzert's. Vielleicht ist das Gold. Glitzert das nicht überall, wo Zeug ist? Ey, okay, nicht. Also momentan glitzert's nirgendwo mehr. Aber gerade hat's geglitzert. Und ich habe hier noch nicht gesucht. Ja, stimmt. Deswegen, deswegen mache ich so oder so. Jo. Hat der schon? Ne, hat er noch nicht. 35% Bauernhof, also sowas gefällt mir äußerst gut. Ah, das ist auch Kohle. Ich sehe, ich habe auch noch 16 Kohle am Start hier. Das heißt, ich könnte. Und 16 Eisen. Das heißt, ich könnte einfach mal eine Schmiede bauen und schon mal Schwerter und Schilder bauen. Wobei du ja doppelt so viel Kohle brauchst wie Eisen, ne? Wenn du nur eine Schmiede hast, nicht. Also, ich meine, es ist Eisen, nicht Eisenerz. Ach so, okay, ja gut, klar. Und hier ist der ganze Berg voller Kohle offensichtlich.